Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Bitte 3 Waldhand. Ja, wir sollen den stummen, den schweigsamen Druiden irgendwie erschrecken, damit er seinen Mund aufmacht. Ich habe nur drei Möglichkeiten. Ein Hornissen ist, was hier ist, wo ich aber nicht mit interagieren kann. Dann die Feuerstelle, die ich ihm ausmachen kann, und mit den Töpfen, die ich herumklimpern kann, die aber ich im Moment auch nicht aktivieren kann. Ich muss warten, bis er schläft. Was ich natürlich jetzt machen könnte, ist, ich warte jetzt hier. Kann ich meditieren auch? Der schläft ja nicht. Der schläft immer noch nicht. Mal so lange. Ja. Och, Junge, geh schlafen. Oder ich muss... ich in der Nähe sein, vielleicht nicht, dass ich da hin... Ach ja, Kartoffel, Blümchen pflücken. Hat er sich jetzt mal hingelegt? Immer noch nicht. Hey Junge, schlaf. Was kann man tun? Hilf Egel seine Stimme wieder, indem du ihm einen Schrecken einjagst. Das klappt ja nicht, wenn er nicht schläft. Er schläft jetzt. Falle, Druckwelle, Schutzschild. Kann ich bei den Daten beeinflussen? War mal so eine Idee. Hätte ja sein können, denen sagen können, fliegt mal dahin. Lass sie doch nicht angreifen.
Ich will das Ziel nicht angreifen. Hallo. Eins von drei. Ah, okay. Falsche Richtung. Was mit dem André? Du sagst hier im Baum. Zwei von drei. Und jetzt? Okay, jetzt muss ich warten, bis er sich wieder hinlegt, damit ich das Feuer ausmachen kann, oder wie? Okay. So, dann warten wir mal. Mal sich hinlegt. Oder soll ich einfach hingehen? Okay, wir meditieren mal. Endlich, du! Oh nein! Ich, mein Schweigegelübde! Alles umsonst! Ah je, bitte! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen! Zufrieden? Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Ja, ich glaube auch. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Huhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Das war jetzt aber ja, eine nette Quest. Okay. Jetzt will ich aber die Karte haben. Hier? Komm her, Hexer. Spiegel will dir was sagen. Ja, dass du ein gemeiner und fieser ja? alter Hund bist. Ja. Ha! Ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen.
überlegen, wenn ein Priester ein Schweigegelübde abgelegt hat und du ihn mit aller Gewalt sozusagen dazu bringst, dass er wieder redet. Auf eine Art kann schon... Es ist böser Humor. Man muss es akzeptieren. Also ich werde das sagen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten. Vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. So. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Sollte ich immer zum Plaudern zu Gremis gehen? Okay. Wir werden jetzt Jennifer. Jennifer, fährt rufen. Hey, ich... Ich glaube, mein Controller geplagt auch den Geist auf. Plätze! Galoppi, komm. So. Dann treffen wir uns mit Jennifer. Und ich soll... der Weg hier rum. Ach, von mir aus. Jetzt soll ich wieder runter. Also entscheid dich mal. Das arme Pferd. Los, lauf! Hey! Wie hot? Kippes. irgendwie kriegt man eine Rüstung oder so. Genau, eine Rüstung. So, plötzlich, jetzt aber, ja? Erlaubt was Böses, habe ich keine Lust drauf. Und zwar habe ich ja das Spiel von Steam. Da öffnet sich neuerdings auch immer so eine Extra-Seite, wo man das Spiel dann starten kann. Die... Komm jetzt. Diese Edition da. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und da kann man sich, nicht bei einer Rüstung. Und die würde ich mir gerne dann besorgen. So. Wo ist mein Pferd? Ach, das ist aber auch blöd.
ist das denn für eine? Träume. Genius. Ich würde gerne einmal erstmal. Ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern. Das juckt ihn ja sowas von. Naja, das hält irgendwie fest. Komm. Ah, voller Nebensauto. Das juckt ihn keinen Schaden. Deswegen würde ich sagen, lassen wir ihn. Er hat Level 27, ne? Aber der hat ja überhaupt keinen Schaden genommen. Am besten von hinten ran draufhauen und wegspringen. Ja, könnte vielleicht gut möglich sein. Ach, ich bin schon wieder hier. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Sollte ich immer zum Plaudern zu Venus? Sag dem Feldwebel, ich will kein Feldwebel. Ich bin jetzt ins Skellige. Ihr habt mich so lange genervt mit Skellige. Jetzt bin ich ins Skellige, jetzt soll ich wieder zurück. Kein Bock. Das Blitze. Weiter so, Plätze. Los, Plätze.
Was war da? So ist's gut. Die müsste ich doch kriegen. Wo bist du? Hoppla. Okay. Oh, da lass du was rein. Okay. Kaninchen. So, plötzlich, meinst du, wir könnten eventuell mal weiterreiten? In Richtung, die wir wollen. Hier war doch der Troll, oder? Vielleicht kriegen wir ihn. Ich meine, eigentlich bräuchten wir nicht, aber... Wir können ihn kriegen. Vielleicht.
kommen. Es wird ein bisschen Ringeltanz mit Anfassen hier, aber ich könnte durchaus. Nein, verbrauch nicht. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange, ne? Ja, das dauert, glaube ich, zu lange. Na komm. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe noch nicht so viel Leben mehr. Komm, wir haben dich gleich. Ringeltanz mit anfassen. Lalalala. Gefallen.
So, komm. Stirb einfach. Nicht gut. Schinkenbrötchen. Oh, nein. Schinkenbrötchen. Ups. Na komm. Wir essen zwei Schinkenbrötchen. Ein bisschen, komm, noch ein bisschen, komm. Das ist gleich hinter dir. Monsteraugen. Gut. Leute, ich bin stolz auf mich. So, Inventar. Ich muss mein... Oh, mein Schwert reparieren. Okay. Die Schwerte sind alle schlechter. Ich muss mal gucken. Ich habe mich noch nicht darum bemüht. Von wegen auseinanderbauen. Axiglyphe für Axi. Okay. Können. Art. Rücken. Ich meditiere mal eben, dann sind wir auch geheilt. Und unser Schwanzzeug ist aufgeladen. Das habe ich nämlich sehr oft nicht gemacht. Lauf, Plätze! So, Plätze. Es geht hier wieder. Über die Berge.
wir sind hier. Los, lauf! Hey, schrei das Pferd nicht so an. Schneller. Okay, Plätze. Bleib doch hier. Ich rutsche im Berg halt alleine herunter. Diese Plätze ist doch ganz einfach. Was ist hier? Ach komm. Folgen die mir? Nein. Ich muss ihn meinen Wegpunkt finden. Ein riesiger Wurm. Ach kommt, Jungs, ich hab gerade. Auge um. Ein verfluchter Zauberer. So. Kohle wird fürs Fossil. Was hast du? Einen kleinen Knüppel. Bündchen Brot. Danke. Ich brauche einen Wegweiser. Oder ein Boot. Glaube ich. Denn, ja, ich muss mit dem Boot darüber. Auch alles nieder. Zwei. Und du? Zwei. Oh, ein Walfriedhof. Okay, ich nehme das Boot jetzt. Nicht tauchen, ich wollte da hoch. Kein, komm ich nicht. Bitte jetzt. Echt nicht? Ich kann das. Ich komm nicht aufs Boot. Was für Müll. Ich bin so blöd. Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Da hinten ist auch kein Boot.
Das heißt... Wir sollten mal... schauen... dass wir per Schnellreise rüberkommen. Ich habe jetzt gedacht, ach, ich nehme ein Boot, aber... gibt's nicht. So. Dann würde ich sagen, dass wir dahin gehen. Hier hätten wir auch noch so ein Anschlagbrett. Aber nein, ja, das ist der einfachste. Ich setze mir mal einen Marker. Plätze kommen. Das ist eine Schnellreise dahin. Ich komme nicht aufs Boot. Das ist eigentlich so komisch. Warteplätze. Lauf! Plötzlich mit dir ist auch nicht gut, Kirschen essen. Dann bleib du hier, ich versuch's alleine. Okay, und auch nicht. Echt jetzt? Oh Mann. Wo krieg ich denn jetzt ein Boot her? Da kam ich nicht drauf auf das Boot. Warum auch immer. Ich konnte nicht drauf klettern. Versuch's nochmal. Es gibt mir kein Zeichen, dass ich draufklettern kann. Ich drücke auch A. Nein. Ich komme nicht drauf. Und schwimmen wäre Selbstmord. Oh Mann. Aber... Warte, ich brauch dich gar nicht dazu. Ich hab einen Weg. Ding gefunden. Da ist ja eins. Ja, dann kommen wir ja direkt. Hierhin, Schnellreise. Gut, aber ich würde sagen, ich bin im Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks für immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part treffen wir Ciri. Bis dahin. Ah, nicht Ciri. Genevieve. Bis dahin. Adios.